Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vom 28. Mai bis zum 1. Juni 2014, also in einem Jahr, wird Regensburg Gastgeber sein des 99. Deutschen Katholikentages. Seit weit über 100 Jahren treffen sich in gewissen Abständen die Katholiken Deutschlands, vor allem die Laienverbände, um die gesellschaftspolitische Relevanz des Glaubens deutlich zu machen, gemeinsam den Glauben zu feiern, dann aber mit allen Bereichen des öffentlichen Lebens ins Gespräch zu kommen, um zu zeigen, dass der Glaube Kraft schenkt, das Leben zu bestehen, Gesellschaft, Politik, das Wirtschaftsleben, die Medienwelt zu gestalten und positive Impulse zu setzen für unser Zusammenleben. Ich wünsche mir einen Regensburger Katholikentag, nicht nur einen Katholikentag in Regensburg, sondern ein Katholikentreffen, das die Vorzüge, die Charakteristika unserer Stadt und unserer Region zur Geltung bringt. Wir haben viel zu bieten. Wir sind durch die Lage in der Nähe zu Böhmen vor allem prädestiniert, auch den Brückenschlag zu unseren östlichen Nachbarn zu dokumentieren. Hier ist vieles geschehen. Nächstes Jahr haben wir 25 Jahre friedliche Öffnung der Grenzen des Eisernen Vorhanges. Das können wir in die Waagschale werfen. Wir sind Kirchenmusikhauptstadt Deutschlands und wir haben große Glaubenszeugen in der Geschichte unserer Stadt aufzubieten, die ins Gespräch zu bringen, wir auch versuchen dürfen. Ich bitte Sie alle, nach Ihren Kräften mitzuhelfen, dass der Katholikentag gut vorbereitet wird und dass Sie sich dann in den verschiedenen Ebenen auch einbringen, sei es bei Diskussionsforen, sei es als Gastgeber. Ich nenne nur diese zwei Möglichkeiten. Der Beteiligungsmöglichkeiten sind sehr, sehr viele, aber auch das Gebet dürfen wir nicht vergessen. Bitten wir den Herrn, dass er dieses große Unternehmen segne, dass von Regensburg die Kraft unseres Glaubens hineinstrahlt in unsere Gesellschaft. Vielen Dank.